Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo von Kochen mit Tom, Let's Make Something Delicious. Heute gibt es mal wieder was von der lieben Hildegard von Bingen. Ich mache euch heute ein Rezept aus ihrem Rezeptbuch. Es gibt ein Apfelbrot und ich bin ja ein Freund davon und backe Brot ganz gerne selber. Und heute, wie gesagt, ein Apfelbrot. Die Zutaten zeige ich euch gleich, wie das Video oder wie das Rezept vonstatten geht, seht ihr dann auch gleich im Anschluss. Und solltet ihr mich noch nicht abonniert haben und Interesse an meinen weiteren Videos haben, könnt ihr das am Ende gerne tun. Dort könnt ihr mich abonnieren. Und vergesst nicht, die Glocke anzuklicken, damit ihr auch immer wieder die neuesten Infos von meinem Kanal bekommt und die Videos auch schauen könnt. So, jetzt soll es losgehen. Viel Spaß! So ihr Lieben, hier sind jetzt also nochmal unsere Zutaten. Wir haben 400 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm gemahlene Mandeln, dann nehmt ihr etwa 150 Gramm Rosinen. Ich habe hier Aronia-Beeren genommen, die sind auch ganz lecker, die kann man auch nehmen. Bei Hildegard von Bingen sind es Rosinen. Dann drei Eier, 300 Gramm Äpfel, etwas Zimt und etwas Backpulver. Ja. Bevor wir anfangen mit dem leckeren Apfelbrot der lieben Hildegard von Bingen, der Äbtissin aus dem 10. Jahrhundert, und wie ihr vielleicht aus meinen vorhergehenden Videos zu Hildegard von Bingen Rezepten wisst, hat die gute Frau im Mittelalter gelebt und im Mittelalter gab es noch keine elektrischen Maschinen, Küchenmaschinen. Ich hätte jetzt hier eine im Schrank, aber ich möchte euch das gerne zeigen, dass das händisch auch möglich ist zu machen, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Aber da sieht man mal, was damals allein in der Küche die Menschen für einen Aufwand betrieben haben, um gutes Essen auch zu bekommen. Also was machen wir zuerst? Zuerst raspeln wir unsere Äpfel. Das sind Bio-Äpfel und insofern kann ich da das Kerngehäuse fast nicht raspeln. So, das sind jetzt unsere geraspelten drei Bio-Äpfel. Vielleicht noch zwei kurze Infos zu diesem Apfelbrot. Ich verwende keinen Zucker, also dieses Rezept benötigt keinen Zucker. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr wollt, etwas Rohrzucker hinzufügen. Des Weiteren hat Hildegard von Bingen Rosinen gebraucht. Ich nehme die Aronia-Beere und der wird natürlich ganz viel tolle Sachen und Inhaltsstoffe, ja, nicht nur angedichtet, die sind auch nachgewiesen. Also die Aronia-Beere und nicht Birne, sondern Aronia-Beere. Und dazu habe ich euch unten auch nochmal einen Link eingeblendet unter dem Video. Da könnt ihr noch etwas über die Aronia-Beere nachlesen. So, dann fangen wir mal an. Zuerst verquirlen wir jetzt die Eier. So, wir haben hier drei Eier, die wir aufschlagen. Welche wir jetzt erstmal gut verquirlen. So, das Ei haben wir jetzt verrührt. Jetzt geben wir langsam unser Öl hinzu. Ich verwende kein Sonnenblumenöl, weil Sonnenblumenöl ist nicht gerade das Beste. Es ist zwar günstig, aber es ist nicht das Beste. Also, ich habe hier Rapsöl genommen, welches ich jetzt hinzufüge. So, der nächste Schritt ist, dass wir unsere Aronia-Beeren oder wenn ihr habt, Rosinen hinzugebt. Sowie die Apfelstücke oder die geraspelten Äpfel. Und wie ihr seht, das wird schon eine sehr zähe Masse. So, anschließend kommt das Mandel, also die klein geraspelten Mandeln hinzu. Ich mische das ein Teil erstmal von dem Mandelmehl sozusagen. Ist ja, sieht ja aus wie Mehl, ist ja zwar geraspelte Mandeln. Und dann ein Teil von unserem Dinkelmehl. Okay.
nach und nach immer ein bisschen Mehl und ein bisschen von den Mandeln. Und dann können wir auch das Backpulver mit dazu tun. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das ist händisch jetzt gar nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen. Da ist natürlich eine Küchenmaschine in unserer Zeit immer wesentlich besser. Also das ist dann schon etwas anstrengender damals gewesen. Was dann noch dazu kommt, ist ein bisschen Muskat und etwas Zimt und etwas Nelkenpulver. Und nicht vergessen, eine Prise Salz. So, meinen Teig habe ich jetzt fertig soweit und den geben wir gleich in eine gefettete Kastenform. Die Kastenform geht dann bei vorgeheiztem Backofen 180 Grad für ca. 60 bis 80 Minuten auf mittlerer Schiene in den Backofen. Und dann sollten wir ein leckeres, tolles Hildegard von Bingen Apfelbrot haben. So, hier ist es nun, unser leckeres Apfelbrot nach Hildegard von Bingen. Die Bezeichnung Brot würde ich in der Form halt nicht unbedingt so wählen, aber es ist halt so betitelt worden von Hildegard von Bingen auch. Und ich würde keine Leberwurst drauf schmieren, da das Brot sehr, sehr süß ist. Ich habe es auch das erste Mal gemacht und war auch etwas überrascht, wie süß es ist. Also es ist mehr so ein bisschen was für den Kaffeeklatsch. Also ein Brot zum Kaffee. Und ja, vielleicht macht ihr es mal nach und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Solltet ihr es nachmachen, wie es euch gelungen ist und wie es euch geschmeckt hat. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ansonsten sagt Tom alles Gute, alles Liebe. Bis bald in der Küche von Kochen mit Tom.